Hallo und herzlich willkommen zu meinem Uncharted 3 Guide. Hier zeige ich euch die Fundorte aller Schätze sowie die Lösung aller Rätsel. In Kapitel 6 gibt es 9 Schätze und außerdem noch 3 Rätsel. Den ersten Schatz, einen antiken Wachssiegelstempel, findet ihr ziemlich am Anfang in einer kleinen Höhle auf der rechten Seite versteckt. Einen goldumrahmten Kamenarmreif findet ihr vor der kleinen Kletterpartie links von der Panstatue auf einer kleinen Anhöhe. Klettert dann bei dem Gebäude den Turm ganz nach oben und ihr könnt dort ein Diamanten-Perlenarmband einsammeln. Nachdem ihr mit Sully hier aus dem Fenster geschaut habt, dreht euch um und ihr findet rechts unter der Treppe eine Louisor-Münze von Ludwig dem 16. In dem Raum mit dem Statuenrätsel schaut nach links durch den Torbogen. Links an der Vorhangstange findet ihr dann die Smaragd-Kamin-Brosche, die ihr runterschießen könnt. Um den Geheimgang im Kamin zu öffnen, müsst ihr jetzt die Statue mit dem Streitkolben so drehen, dass sie den Schildträger anschaut. Dann dreht ihr den Schildträger in Richtung der Statue mit der Axt und die mit der Axt muss auch den Schildträger anschauen. Und damit müsste sich der Gang öffnen, die Statue mit dem Schwert schaut nämlich schon in die richtige Richtung, mit der müsst ihr also nichts machen. Nachdem ihr durch den Geheimgang gegangen seid, fallt ihr in eine kleine Höhle. Geht dann nach rechts und ihr könnt eine Jugendstil-Gürtelschnalle einsammeln. Nachdem ihr dann endlich erfahren habt, wie man Granaten wirft, springt nach unten und wendet euch nach links. In der Ecke findet ihr dann einen Rubin-Diamantenring. Den vorletzten Schatz dieses Kapitels, eine silberne Rokoko-Teekanne, erhaltet ihr, nachdem ihr mit Sully eine Tür aufgebrochen habt. Geht erstmal nicht durch die Falltür im Boden, sondern klettert ein Stockwerk nach oben. Als nächstes wartet ein Rätsel mit Bodenplatten auf euch. Hier seht ihr den richtigen Weg, um auf die andere Seite zu gelangen. Im Labor von John Dee hängt der letzte Schatz dieses Kapitels, ein Miniatur-Porträt-Anhänger, an der Decke. Schießt ihn einfach runter und hebt ihn auf. Als letztes müsst ihr ein weiteres Rätsel lösen und hier seht ihr die korrekte Anordnung der Tiere. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis denne dann, bye bye.